Gremien. Die Behindertensprecherin der Grünen ist die erste Rednerin zu diesem 9. Tagesordnungspunkt, Heike Gribien. Danke, Frau Präsidentin, sehr geehrte Herren Minister, sehr geehrte Kolleginnen und wertgeschätzte Zuseherinnen zu Hause. Meine heutige Rede beginne ich mit einem Beispiel. Ich möchte Ihnen damit aufzeigen, was unser Antrag, der allparteilich im letzten Sozialausschuss einstimmig beschlossen wurde, was mich sehr freut, einerseits individuell für Menschen bedeutet und andererseits möchte ich erklären, warum es aus unserer Sicht notwendig ist, da vier große Bereiche zu trennen und vier One-Stop-Shops zu schaffen. Ich werde Ihnen jetzt ein Beispiel zum Ablauf der Finanzierung bei einem Hilfsmittel erklären. Und Sie werden viele, die sich damit beschäftigen, noch viel mehr Beispiele haben. Eine junge Frau im Alter von 12 Jahren benötigt ein Hilfsmittel. Es handelt sich um eine Sitzschale, Fahrgestellt, das heißt das Gerüst des Rollstuhls, wo einfach noch keine Sitzschale enthalten ist, die speziell angefertigt werden muss für diese junge Frau, damit sie gute Stütze hat und keine weiteren körperlichen Haltungsschäden zum Beispiel davon nimmt. Der Weg sieht folgendermaßen aus der Eltern. Das ist ein reales Beispiel. Die Eltern erhalten im März einen Kostenvorschlag in der Höhe von 4.000 Euro. Die ÖGK übernimmt von diesem Kostenvoranschlag 500. Die Eltern stellen einen Antrag beim SMS. Jedoch muss beim SMS die verbleibenden Kosten von 3.500 Euro mal vorausgezahlt werden und die SMS die Rechnung zukommen lassen. Dann bewilligt das SMS im Mai 1.000 Euro davon. Nachdem noch immer 2.500 Euro selbst getragen werden müssen, stellen die Eltern einen Antrag bei der Bezirkshauptmannschaft für den Landesanteil. Im Juli bewilligt die Bezirkshauptmannschaft eine Förderung von knapp 650 Euro für die Sitzschale. Die Eltern haben noch immer 1.850 Euro selber zu tragen. Deshalb stellen sie einen Antrag beim Unterstützungsfonds der ÖGK. Im August bewilligt der Unterstützungsfonds der ÖGK eine Förderung von knapp 1.000 Euro. Die Eltern haben dann noch immer 850 Euro, deshalb stellen sie einen Antrag bei der BVA. Im September bewilligt die BVA eine Förderung von knapp 400 Euro. Und ich weiß, es wird Ihnen schon langweilig, aber die Geschichte ist noch nicht zu Ende. Die Familie zahlt schlussendlich einen Selbstbehalt von 450 Euro. Die letzte Zahlung aus den zugesagten Förderungen erhält die Familie im Jänner des folgenden Jahres. Zusammengefasst, es hat 11 Monate gedauert, also der Amtsprozess für eine Sitzschale. 5 unterschiedliche Antragstellungen wurden benötigt. Ich glaube, ich brauche Ihnen nicht sagen, was das für enorme Koordinierung und Einreichaufwand für die Betroffenen ist, für ein Hilfsmittel. Die Familie zahlt nur immer 450 Euro selbstbeeilt für ein Hilfsmittel, das zusätzlich, möchte ich jetzt nur erwähnen, das für eine junge Frau notwendig ist, um sich selbstständig vorzubewegen und selbstständig eine soziale Teilhabe zu gewährleisten. Das, wofür oder wo ich der Meinung bin, wir uns verpflichtet haben mit der UN-Behindertenrechtskonvention für die Inklusion von Menschen mit Behinderung in unserer Gesellschaft. Ich könnte noch mehr Geschichten erzählen, weil ich ja selbst Inklusionsfachassistenz war und was es da alles noch für Geschichten gegeben hat. Und es ist auch nicht nachvollziehbar für mich, warum Anträge in derart komplexer Sprache erstellt werden, wodurch 95% der Gesellschaft Schwierigkeiten beim Beantragen haben. Kollege Nussbaum hat im letzten Sozialausschuss völlig richtig gesagt, dass es ja nicht nur um Menschen mit Behinderungen per se geht, sondern es geht hier um alle Menschen, die zu unterschiedlichen Zeiten ihres Lebens in unterschiedlichen Lebensphasen Unterstützung benötigen und sie dann vor einem Förderdschungel wiederfinden und nicht einmal wissen, wo sie überhaupt beantragen sollen. Und aus meiner Sicht setzen wir mit diesem Antrag wieder einen Schritt in die richtige Richtung zur Vereinfachung Zugänglichkeiten zu Leistungen für Menschen mit Behinderungen, für alle Menschen in Österreich, die es brauchen, zu erleichtern. Und konkret handelt es sich um eine Vereinfachung der Verwaltungsabläufe, die im Hintergrund sind. Das Ziel soll sein, dass ich als betroffene Person zu einer Stelle gehe und einen Bescheid bekomme mit einem Antrag, egal ob dahinter 10 Stellen zum Zusammenziehen sind. Das ist ein richtig, richtig großer Aufwand der Verwaltung. Und das heißt, der Antrag fordert wirklich auch die Mitarbeiterinnen und Leitungsfunktionen der jeweiligen Stellen auf, da sie wieder zusammenzuraufen und kreative Lösungen zu finden. Für uns Grüne ist die größte Zielsetzung dabei, dass die One-Stop-Shops für die Menschen möglichst einfach, wohnortnahe, niederschwellig und vor allem inklusiv ausgestaltet werden.
Und ich freue mich, dass wir mit den One-Stop-Shops bei diesem Antrag vor allem im, den genannten Hilfsmittel- und Heilbedarf wieder einen Schwung in die Debatte reinbekommen. Und ich freue mich auch, dass es über die Fraktionen mitgetragen wurde und das wichtig geachtet wird. Auch von Länderseite vernehme ich das. Das ist großartig. Und ich hoffe wirklich, dass wir eine entsprechende Lösung für die Betroffenen finden, alle miteinander. Ja, gehen wir es an. Danke. Einfach, wohnortnah, niederschwellig und inklusiv sollten die One-Stop-Shops gestaltet sein, betont Heike Grebian von den Grünen. Sie ist Sprecherin für Menschen mit Behinderungen. Denn es bräuchte für Betroffene einen Bescheid für einen Antrag von vielleicht vielen Behörden. Danke, Verena Nussbaum, Sprecherin für Menschen mit Behinderungen von der SPÖ, setzt fort.